Mein Name ist Asha Moria und ich habe einen herzhaften Appetit auf das Leben. Tagsüber rette ich die Welt, abends lebe ich ein ruhiges, traditionelles Leben. Ich suche nach meinem indischen Traumprinzen. Mom, mach keine Dates mehr hinter meinem Rücken. Sorry, dieser Streit hier zerfrisst mein Gehirn. Vor diesem Teller sollte jetzt Ihr zukünftiger Ehemann sitzen. Einfach mal abwarten und Yogi-Tee trinken. Nein. Hätte ich nicht sagen sollen. Nein, hör auf. Wenn du deine Ruhe haben willst, geh zu den Dates. Okay, meinetwegen. Ich treffe dein kleines MIT-Genie. Okay, aber nur, wenn du auch zu den Hochzeiten gehst. Wie? Was? Und wenn du das tust, dann lösche ich auch dein Profil. Gut. Aber Ravi musst du noch treffen. Nein. Bitte. Mom, nein. Doch. Mom. Und jetzt? Nein. Schluss. Ich habe gerade einen neuen Job, der mein Leben beherrscht. Keine Zeit für irgendwas anderes und mir gefällt das. Und ich habe mit dem Job, der mein Leben beherrscht hat, gerade aufgehört. Das gefällt mir. Siehst du? Wir sind verdammt. Karrieren verblassen, aber ein Mann und eine Familie? Die sind für immer, Schätzchen. Mein indischer Traumprinz, hier. Ihr zwei? Wir passen perfekt zueinander. Nicht wahr, Ravi? Aha. Wenn wir uns beide zusammentun, dann wird das alles viel einfacher. Ich habe kein Interesse an einer vorgetäuschten Beziehung, okay? Tu's für deine Eltern. Zumindest bis zum Ende der Hochzeitssaison. Alter, das ist deine Fake-Freundin? Scheiße! Das ist doch das, worauf du gewartet hast. Leg los und zeig meinem Boss in London, dass ich ein Genie bin, weil ich dich von der Wall Street gestohlen habe. Ich hab Angst, Ravi. Wir haben alle Angst. Und jetzt lässt du die Liebe größer sein als die Angst. Ich weiß, dass Ravi nicht perfekt ist. Aber ich fühle, dass er dein Glück ist. Also das mit uns... Wird nie passieren? Wird nie passieren. Wie kannst du dir so sicher sein?